Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. 1-1 nur gegen Leverkusen. Jetzt geht's im Pokal gegen Hamburg. Da müssen wir gewinnen. Bedingt. Ich wollte nochmal gucken, Verträge. Können wir da vielleicht ein paar verlängern? Gucken wir uns die mal an. Süller möchte ich noch nicht. Eboa auch noch nicht. Aber Presser würde ich gern. Vertrag verlängern. Klappt sogar. Da gern runtergehen und dafür mehr Gehalt bieten. Deutlich mehr. Ich glaube auch nur ein Jahr verlängern. Ich will möglichst sein Gehalt hochkriegen, damit er mich nicht verlässt, falls ich den Verein verlasse. Damit er Osnabrück dann nicht verlässt. Vielleicht erstmal so. Weil der ist ja jetzt schon 77, 79. Wenn er jetzt noch eine Saison Stammkeeper spielt, startet er durch die Decke. Sollte das so machen. So. Bin stark. Könnten wir auch nochmal verlängern. Will sogar. Sehr gut. Dann machen wir das so. Keine Freigabe, Abstieg. Das nehmen wir auch raus. Dann machen wir uns hier noch eine Option rein. Dann können wir ihm ordentlich Gehalt zahlen. 6 Millionen ist schon nicht so schlecht. War auch eher, wenn er die Entwicklung weitermacht, sollte ich auch erstmal nur für ein Jahr verlängern. Justin Gießen. Würde auch verlängern, sehr gut. Hab jetzt nicht so mit gerechnet, dass die alle verlängern wollen. Letzte Option rein. Ist hohes Gehalt zahlen. Genauso Fred MC. Würde ich auch gern verlängern. Oder geht nicht so hoch, okay. Versuchen wir das mal. Julian Schneider könnten wir eigentlich auch schon verlängern, ja. Aber der will noch nicht. Okay. Schönfeld vielleicht. Lehnt auch ab. Schade. Dann lassen wir es erstmal. Zweite Mannschaft. Da Spieler, wo wir verlängern müssten. Tobias Bäumer könnten wir schon versuchen, aber der will noch nicht. Dann warten wir damit auch ab. Dann können wir uns jetzt erstmal ins Pokalspiel gegen Hamburg. Wir haben erstmal für genug Vertragsverlängerung jetzt am Laufen. Oh, Dolberg ist nicht erster der Torschützenliste. Nee. De Jong hat 3 Tore mehr geschossen. Na, Dolberg, dann streng dich mal an. Ein neuer Jugendspieler, Marcel Touré. 9 Sterne, rechtes Mittelfeld. Aber nehmen wir natürlich auf. Pokal. Halbfinale gegen den HSV. Wir kommen weiter. Gegen Leipzig war das schon ganz schön knapp. Hamburg ist nicht so schlecht. Das könnte spannend werden. Einige Mails. Haben wir vor, das Mittelfeld zu verstärken? Fragt der Justin. Das Mittelfeld verstärken? Eher nicht, nee. Für nächste Saison. Haben wir so stark Spieler. Gießen hat verlängert, Stark hat verlängert, Presser hat verlängert, Fred MC hat verlängert. Sehr gut. Erhöht natürlich unsere Gehaltskosten. Aber die Spieler sind auch glücklicher. Vielleicht geht die Entwicklung jetzt auch schneller voran. Schönfeld ist so ein als nächstes auf Agenda. Der muss dringend verlängern. Braucht auch ein höheres Gehalt. Den Stark hat sich der auch verdient mit den guten Leistungen. Presser auch. Super Entwicklung genommen diese Saison. Ja gut, dann gehen wir rein ins Spiel gegen den HSV. Ah, ich mache nochmal eine Siegprämie. Mit zu risikohaft. Und ihr kämpft heute um jeden Ball. Oder gebt euer Bestes.
Ja, wir müssen halt gewinnen. Gib dir Bestes. René Adler ist mit 38 Jahren der älteste Mann auf dem Platz. Es geht ums Pokalfinale in Berlin. Osnabrück will dahin, der HSV aber auch, der eine gute Saison spielt. Los geht das Spiel. Rückhug hier gleich mal mit einer Chance, aber kommt an Leistner, seinem Teamkollegen, seinen ehemaligen, nicht vorbei. Henrichs. Schul, gut den Ball geholt. Rückhug auf Dolberg. Wird gefault, kein Freistoß. Bisher kommt der HSV nicht durch. Aber auch Osnabrück mit noch keiner Torchance. Schönfeld jetzt über außen, wird gefault. Erster Freistoß für Osnabrück. Dolberg mit der Chance. Schönfeld spielt ihn Ball rüber zu Füllkrug. Und Füllkrug macht ihn. Schießt Toni Leisner an und der lenkt den Ball unhaltbar für Adler ins Tor ab. Sehr unglücklich für ihn. Gerade weil er von uns zum HSV gewechselt ist. Das erhält den locker von Lasogga den Schuss. Wieder gute Aktion. Schönfeld, Dolberg. Fast das 2-0. Und Süller mit dem Foul. Das Gelb. Carlos Garcia wird da im Strafraum gefoult. Nochmal Glück gehabt. Glückwuch. Foul. Freistoß. Gießen darf ran. Ja, weit drüber. Schlechter Freistoß von ihm. Lasogga. Das erhält ihn ohne Probleme. Füllkrug spaziert da einfach durch die Abwehr. Diesen wird gefoult und das Foul von Stark wird gepfiffen. Dolberg versucht es da, Schönfeld und Manuel Schönfeld mit dem Tor. Der 17-Jährige macht's. Schöne Vorlage von Dolberg. Hetzt sich dadurch, sieht, dass Schönfeld völlig frei steht. Und der verwandelt eiskalt. 2-0. Und was hier, hat Presser nochmal Glück gehabt. Gut. Wieder Foul von Stark. Freistoß Hamburg, noch keine Karte für Stark. Garcia macht das gut. Presser kommt wieder raus. Stark spielen. Gießen wird gefoult. Was? Das war doch ein Foul an Gießen. Ah, kriegt er die gelbe Karte. Schade. Na gut, der rauscht da ganz schön rein. Und Lasogga mit dem Anschlusstreffer. Gut, dass Schönfeld getroffen hat. Er setzt sich da gut durch. Aber nichts zu machen für Presser. Dies ist eine gute Gerätsche. Keinen Freistoß. Garcia mit der nächsten Möglichkeit. Der HSV wird stärker. Aber Gießen macht das da super vor der Abwehr. Dolberg setzt sich da durch. Spielt Füllkrug an. Füllkrug mit der Chance. Ah, da hält. Gleich Pause. 2-1 zur Pause. Knappes Ergebnis. Es wird nochmal spannend in der zweiten Hälfte. Gießen muss leider runter. Red MC kommt. Und den Rest lasse ich lieber so. Nochmal die Halbzeitansprache. Und heute gewinnen wir das Ding.
Zweite Halbzeit, nur ein Wechsel. Höhnfeld über rechts. Verliert er den Ball, aber ein Wurf. Höhnfeld gut in die Mitte zu Solberg. Und dann super Chance für Füllkrug. Espinosa, Garcia, gute Chance für den HSV. Aber Ball erkämpft, Schönfeld. Den Ball zu Dolberg. Füllkrug wird da gestoppt. Stark leitet gleich wieder den nächsten Angriff ein. Gut gemacht. Sülder, super Balleroberung. Schön auf Lionel. Leider bringt er den Ball nicht in die Mitte. Aber gute zweite Hälfte jetzt der Osnabrücker. Füllkrug gegen die Latte. Amon, nochmal über den linken Flügel durchgesetzt. Wieder beim Gegner der Ball. Sehr gutes Spiel der Osnabrücker bisher. Leider belohnen sie sich nicht mit dem Tor. Wird MC abgeschüttet von der Sogga. Was der Ausgleich. Lionel wird hier gefoult. Gelb für den Hamburger. Espinosa kriegt hier gelb. Schade, der ging nicht durch und es war auch ein Handspiel. Freistoß für den VfL. Eindeutiges Handspiel. Schul gegen den Pfosten. Oh. Die müssen sich doch jetzt mal belohnen, die Jungs. Öko. Super Parade von Adler. Ecke wird von Sülla reingebracht. Da ist keiner. Aber Dolberg holt den Ball. Füllkrug, nächste Chance, wieder Adler. Schönfeld. Kommt da nicht ran. Dolberg, Füllkrug, allein auf dem Weg zum Tor. Füllkrug, mach es. Und er verwandelt, 3-1. Niklas Füllkrug, wunderschönes Tor. In der eigenen Hälfte gestartet. Und dann macht er das entscheidende Ding. Da können wir jetzt auch nochmal wechseln. Können wir nochmal einen Wechsel vornehmen und Sülla rausnehmen, Kehrt dafür bringen und Schneider für Dolberg. Oh, gute Freistoßposition für Hamburg. Da kriegt Heitz die gelbe Karte. Ist natürlich doof, dass er jetzt schon einen Wechsel gemacht hatte. Muss Teitz überstehen gegen seinen Ex-Verein. Da hat er gut weggeräumt. Um die zwei Wechsel. Der junge Schneider kommt auch noch rein. Gute Chance, um wieder ranzukommen, aber der Ball geht neben das Tor. Besser wäre auch dran gewesen. Noch 10 Minuten zu spielen. Öko. Auch Schneider. Schneider macht's. Gerade reingekommen, Julian Schneider. Steht da wunderbar frei. Eiskalt verwandelt, 4-1. Schönfeld grätscht da rein. Füllkrug. Schönfeld, super durchgesetzt. Füllkrug wieder. Schuss abgeblockt. Füllkrug. Super Einsatz da, geht mit nach hinten. Schönfeld vertändelt da leider den Ball. Und das war Abseits. Gut von Thaler die Abseitsfalle organisiert. Aber all die das. Ah, das war knapp. Ein Werner hätte den wahrscheinlich reingemacht. Schneider auf Füllkrug. Leider nicht drin. Füllkrug. Und er macht das 5-1. Niklas Füllkrug. Geht an Leistner vorbei. Und haut ihn in den Winkel. Amon. Da wollte er nochmal schicken. 5-1. Osnabrück fährt nach Berlin. HSV in die Schranken verwiesen. Souveräner Sieg. Wenn sie so weiterspielen, werden sie auch deutscher Meister. Erneut.
schönes Tor hier von Schönfeld. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. 5:1, Wahnsinn. Schönfeld mit einer wunderbaren Partie. Auch Presser super gespielt. Hat aber nicht so viel zu tun, kriegt einen Schuss nur auf Tor, 6 vorbei. Und im Finale treffen wir auf den VfL Wolfsburg.